Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist Dr. Andreas Noack und wir haben dich schon ein paar Mal gehabt. Und es sind so elementare Sachen, die du erforschst, nämlich was zum Beispiel an Elementen oder Substanzen in der Ernährung für einen gesund sind oder nicht so gesund. Und das ist manchmal ganz anders, als was man so einmal zu kaufen kriegt und auch was die Wissenschaft uns teilweise erzählt. Und da befasst du dich ja auch mit, im Grunde, wie kann es sein, dass die Wissenschaft, die wir heute haben, oftmals zu so ganz anderen Ergebnissen kommen und wieso denkst du anders, also konträr sozusagen zu dem, was Mainstream ist? Was ist da der Hintergrund? Vielleicht eine Geschichte zu der spannendsten Erfahrung aus meinem Chemiestudium. Da gab es einen Chemieprofessor, der hatte alle möglichen Auszeichnungen und der wurde aber, ich sag mal, irgendwie weggelobt von der Uni Darmstadt. Und in der letzten Stunde vorm Vordiplom sagte er, heute mache ich mal was, was außerhalb des Lehrplans steht. Ich erkläre euch heute mal, wie Wissenschaft funktioniert. Und da hat er in einer Viertelstunde uns erklärt, wie Wissenschaft funktioniert. Und wir haben uns sehr gewundert, dass wir das noch nicht viel früher gehört hatten oder in der Schule gehört haben. Die meisten Nobelpreisträger des letzten Jahrhunderts haben ihre Wissenschaft auf der Philosophie von Karl Popper aufgebaut. Politiker, die man noch Politiker nennen könnte, hatten ihre Philosophie auf Basis von Karl Popper aufgebaut. Beispielsweise Helmut Schmidt sagt, lest Popper. Die Poppersche Philosophie ist eine ganz einfache, die sagt, wir müssen Daten, Fakten sammeln und diese verschiedenen Fakten müssen wir in einer Mutmaßung zusammenfassen. Wir können erstmal nur mutmaßen, wir wissen niemals die Realität. Und der eigentliche wissenschaftliche Schritt ist, diese Mutmaßung, dieses Modell, diese Theorie hat der wahre Wissenschaftler zu widerlegen. Es gibt diesen Spruch, die Tragödie der Wissenschaft ist das Erschlagen wunderschöner Theorien mit hässlichen Fakten. Ich sag mal ein Beispiel. Karl Popper sagt, also gibt es Beispiel, man könnte auf die Idee kommen, alle Schwäne sind weiß. Und Karl Popper sagt, der Pseudowissenschaftler, weil er hat sich damit befasst, was ist Wissenschaft, was ist Pseudowissenschaft. Der Pseudowissenschaftler geht hin, fragt, wo gibt es den nächsten Weiher, wo ich Schwäne sehe. Und dann geht er zum nächsten Weiher, sieht Schwäne, macht seine Statistik, er sieht immer nur weiße Schwäne. Dann geht er zum nächsten Weiher und er sieht wieder nur weiße Schwäne. Der echte Wissenschaftler sagt, okay, ich habe die Theorie, es gibt nur weiße Schwäne, ich suche jetzt den schwarzen Schwan. Ich suche die Widerlegung meines Modells. Mhm. Er fragt jetzt, wo gibt's schwarze Schwäne? Er wird ziemlich schnell nach Australien fliegen und dort schwarze Schwäne sehen. Also damit ist sofort die Theorie, alles sind weiße Schwäne, widerlegt. Welche Konsequenzen die Poppersche Philosophie hat, will ich mal am Beispiel vom Herzen darstellen. Mhm. Ja, in der Schule hören wir, das Herz ist eine Pumpe. Ist die gängige Theorie, wenn man jeden fragt auf der Straße, werden wahrscheinlich die meisten das auch so sagen, ja, ist eine Pumpe. Genau. Ich sag mal, der echte Wissenschaftler geht jetzt hin und sagt, okay, ich widerlege, dass das Herz eine Pumpe ist. Und das fällt ihm nicht allzu schwer. Er schaut sich das Arteriensystem, das Adersystem an. Er macht eine Berechnung, welcher Druckverlust entlang einer Blutkapillare eigentlich bestehen müsste, verwendet man die fluiddynamischen Gesetze der Physik. Da gibt es das Hagen-Poiseuille'sche Gesetz. Der Druckverlust entlang eines Röhrchens ist umgekehrt proportional zur vierten Potenz des Radius. Wenn man das Hagen-Poiseuille'sche Gesetz auf die Blutkapillare ansetzt, kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, dass die Pumpe, eine zentrale Pumpe, mehrere Bar aufbauen müsste, je nachdem, wie diese Kapillaren dann die zwischen 4 und 8 Millimeter, Entschuldigung, Mikrometer letztendlich groß sind, dann kommt man zu dem Schluss, da muss ich irgendwas zwischen 3 Bar und 60 Bar aufbauen. Und dann weiß man eigentlich sehr schnell, dass das Herz keine Pumpe sein kann. Geht man weiter, wenn das Herz nicht die Pumpe ist, was ist dann die Pumpe?
Da gibt es diesen schönen Schauberger Spruch, Natur kapieren, Natur kopieren. Alles, was der Ingenieur, ich sag mal, als Optimum ansieht irgendwann mal, wird er früher oder später sehen, dass es die Natur schon längst umgesetzt hat. Ja. Eine unheimlich fehlerfreundliche Pumpe ist die Schlauchpumpentechnologie, die in Ingenieurwissenschaften ganz weit angewendet werden. Sie ist extrem fehlerfreundlich. Das heißt, das Kapillarsystem, das Adersystem ist selbst die Pumpe. Das ist eine ganz einfache technologische Lösung. Wenn es ein Problemchen im Kapillarsystem gibt, dann pumpt das Kapillarsystem selbst raus. Wenn man da ist, das Herz ist nicht die Pumpe, sondern die Schlauchpumpe, das Arteriensystem, das Kapillarsystem selbst, dann stelle ich natürlich die Frage, ja, was ist dann das Herz? Also wenn ich mir das elektrisch vorstelle, wenn ich jetzt einen Motor sozusagen, ja, nicht den Motor zum Antrieb einer Pumpe nehmen würde, sondern die sozusagen die Welle antreiben würde durch eine Flüssigkeit, das dann hätte ich ein Kapillarsystem. Genau, dann hätte ich einen Stromgenerator. Genau. Also die logische Folge wäre, wenn das Herz nicht die Pumpe ist, dann ganz oft ist quasi das genaue Gegenteil, was wir als logisch ansehen, eben auch logisch. Also Beispiel Wurzel aus 49, die meisten sagen 7. Ja. Ja, im Seminar frage ich dann ein bisschen weiter und die bleiben auf der 7 stehen. Dann frage ich, was ist minus 7 mal minus 7? Und sagen, oh, auch 49. Also die meisten Fragen haben zwei Lösungen und minus 7 ist das exakte Gegenteil der 7. Ja. Also man geht davon, also logisch gedacht, wenn das Herz nicht die Pumpe ist, macht es einigermaßen Sinn anzunehmen, das Herz ist der Stromgenerator. Kommt die nächste Frage, wie kann ein schlagender Stromgenerator funktionieren? Und ein schlagender Stromgenerator, da kennen wir eine Technologie, die nennt sich die Piezo-Technik. Jedes Elektrofeuerzeug basiert auf einem kleinen Piezo-Quarzkristall. Man schlägt auf zwei Flächen drauf oder ja, und im rechten Winkel dazu kann ich eine Spannung abgreifen. Mhm. Also wenn wir sagen, Herz ist der Stromgenerator, ist die naheliegende Vermutung, ja, dann wird er wohl auf der Piezo-Technik funktionieren. Wir wissen, wenn das Herz ein Problem hat, dann wird es größer. Wir wissen alles, was, also diese ganzen Organe sind quasi, ist eine Art Schwammsystem für die Nährstoffe, für die biophysikalischen Werkzeuge, die in dem jeweiligen Organ gebraucht werden. Man kann sich vorstellen, das Herz wird deshalb größer, weil im Herzen ein Mangel an diesen, ganz wüst jetzt nach Popper vorangedacht, an diesen Piezo-Mikrokristallen vorliegt. Mhm. Also wenn man das jetzt so weiterdenkt, könnte man sagen, okay, jemand, der nicht genügend Herzleistung generiert bezüglich Strom, dem klebe ich jetzt einfach auf die Herzwand ein Piezo-Chip auf. Einfach mal klingt näher gedacht. Klingt erstmal abstrus, aber es ist deine Theorie. Und über diesen Piezo-Chip kann ich jetzt Strom generieren. Ein Herzschrittmacher ist, wenn man das richtige Wort dafür benutzt, kein Herzschrittmacher, sondern ist eine Batterie, das getaktet Strom abgibt. Ja. Genauso gut könnte ich jetzt einen Piezo-Chip nach dieser Theorie auf die Herzwand aufkleben und über den Schlageffekt des Herzens entsprechend getaktet den Strom ins System abgeben. Und wenn du so denkst, dann merkst du auf einmal, dass tatsächlich, du wirst im Internet Systeme finden, die neuen Herzschrittmacher, Pacemakers, basieren auf dem Piezo-Effekt. Und hier siehst du, dass diese Technologie tatsächlich jetzt eingeführt werden soll, dass auf die Herzwand Piezo-Chips aufgeklebt werden, um quasi den Herzschrittmacher auf Batteriebasis zu ersetzen. Stellt sich die Frage, wenn man das versteht, macht es nicht viel Sinn, bioverfügbare Piezo-Kristalle, das sind Quarzkristalle, Mikroquarzkristalle, per Nahrung, per Supplementierung wieder zuzulassen und möglicherweise die eine oder andere Herzoperation dadurch zu verhindern. Da wären wir bei deinem Thema und das ist eben ganz wichtig auch für die Zuschauer, dass es da also Möglichkeiten gibt. Aber nochmal zurückzukommen auf die
Wissenschaftskritik sozusagen von Popper, der sagt eben, eigentlich was Wissenschaft machen müsste, wäre eine Theorie aufstellen und dann erstmal versuchen sie selber zu widerlegen, damit sie dann vielleicht standhält. Und letztlich sagt ein richtiger Wissenschaftler, sagt, oh, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also er sagt, das ist eine Theorie, bietet es an, versucht es zu widerlegen. Wenn es standhält, dann ist es eine gute Theorie sozusagen. Wenn sie nicht standhält, dann gibt es eine neue Theorie. Ja. Das heißt, nach Popper macht man wissenschaftlich gesehen Riesenschritte. Ja. Jetzt muss man überlegen, Popper ist, ich sag mal, der Nachkomme, der philosophische Nachkomme von Sokrates, der sagt, das Einzige, das ich weiß, ist, dass ich nicht weiß. Und wer diesen Satz wirklich versteht, der weiß, wie gefährlich er ist. Weil alles, das, was wir denken, was wissenschaftliche Wahrheit ist, sind nur Theorien. Und für diesen Ausspruch musste Sokrates, der dargestellt wird als der größte Philosoph aller Zeiten, den Schillingsbecher trinken. Er wurde für diesen Satz, ja, der Verhetzung, der Verleitung, der Irreführung der Jugend angeklagt und verurteilt und musste den Schillingsbecher trinken. Ich glaube, wir sehen da auch, dass das gerade für Machtsysteme ein sehr gefährlicher Satz ist, wenn man nämlich wirklich sagt, man weiß nicht wirklich, ob alles, was jetzt öffentlich angeboten wird, ob das wirklich wahr ist. Machtsysteme basieren ja darauf, dass man sagt, das ist so und das müssen jetzt alle mitmachen. Mhm. Also ist es für Machthaber sehr gefährlich, dieser Satz. Und damals hat man es eben schon gesehen. Und in der Wissenschaft sehen wir auch, dass es um Macht geht und um Geld geht. Und ist Wissenschaft heute sowas wie so ein, ja, eigentlich ein Priestertum, also auch eine Glaubensgemeinschaft, wo man glauben muss oder man muss dran glauben? Kleine Geschichte, ich erinnere mich, in meinem Studium habe ich in Frankfurt von Bertolt Brecht das Leben des Galileo gesehen. Mhm. Ja? Und es ging ja darum, dass Galileo verstanden hat, dass die Sonne sich nicht um die Erde dreht, sondern dass es umgekehrt ist. Mhm. Ja? Und damals habe ich gesagt, okay, das ist einer, damals war so vieles nicht geklärt und als Wissenschaftler den Mut zu haben, sich hinzustellen und das ist anders, als das Establishment das sagt. Das war eine spannende Zeit für die Wissenschaft und ich habe gesagt, heute ist doch alles geklärt und habe so ein bisschen bedauert, nicht in der Zeit des Galileos zu leben, wo man als Wissenschaftler auch Mut haben musste, um Dinge, die eindeutig wahr sind, auch als wahr zu kennzeichnen. Und jetzt so ein paar Jahre später merke ich, dass sich nichts verändert hat, ja. Dass ganz offensichtliche wissenschaftliche Fehlschlüsse, Dinge, die schon längst widerlegt sind, immer noch als Wahrheit propagiert werden. Wie propagiert wird, dass ganz viele Spurenelemente, in Anführungsstrichen, wir diese nicht brauchen. Und ich sag mal ein Beispiel. Man füttert Ratten mit einem Magnesiumdefizit. Ja? Die Theorie ist, dass viele Spurenelemente quasi nur ubiquitär sind. Die sind halt mal im Boden, die sind halt mal in der Nahrung, die sind halt dann im Körper, aber die haben keine Bedeutung. Mhm. So, dann gibt es den Versuch, man füttert eben Ratten mit Magnesiumdefizit und man sieht auf einmal so Elemente, wie die keiner kennt, wie Tantal, wie Arsen, wie Vanadium, dass diese reguliert werden, dass die Serumkonzentration dieser Elemente sich bei einem Magnesiumdefizit verändert. Mhm. Das ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass die herrschende Theorie in der Ökotrophologie, dass es verschiedene oder zahlreiche Spurenelemente gibt, Ultraspurenelemente gibt, die einfach so aus Zufall im Körper sind, aber keine wissenschaftliche Bedeutung. Das ist eine eindeutige Widerlegung dieser Theorie. Die Hopi-Indianer sagen, wenn ein Pferd tot ist, steig ab. Und ganz viele Theorien sind tot, aber ganz viele, ich sag mal, Pseudowissenschaftler reiten ihr totes Pferdchen. Das ist wie auf dem Kirmeskarussell, die sitzen da drauf, lassen sich im Kreis irgendwie herumdrehen und haben das Gefühl, sie sitzen auf einem echten Pferd, aber das Pferd ist tot, es ist ein Holzpferd. Ja, aber jetzt kommen wir zurück zu dem, eben, wo du dich eben auch intensiv mit befasst, nämlich mit der Ernährung oder eigentlich als Chemiker. Das heißt, du hast, oder nicht nur Chemiker, aber auch aus der Sicht der Chemie und du kennst eben auch die ganzen Grundlagen
außer Chemie, wie man jetzt Substanzen isoliert oder die Verbindungen herstellt und so weiter. Das heißt, du bist da nicht ein Theoretiker, sondern du hast, glaube ich, im früheren Leben oder in deiner Vorgeschichte auch an einer Firma teil gehabt, wo es auch um Sauerstoff ging. Ja. Und du weißt also da sehr viel drüber und hast dann festgestellt oder hast dir einzelne Substanzen angeguckt, inwieweit sie förderlich sind jetzt für die Gesundheit oder nicht. Wir haben ja schon Sendungen darüber gemacht, aber das ist so wichtig, dass ich es nochmal ansprechen würde. Ein paar Substanzen, wo es einfach Statistiken gibt, die zeigen, dass mehr oder weniger wirklich einen Riesenunterschied macht, statistisch in der Bevölkerung, zum Beispiel Lithium. Da gibt es Gemeinden in Amerika, die mehr oder weniger Lithium im Wasser haben. Und dann gibt es Statistiken, die aufzeigen, dass es rapide oder elementare Auswirkungen auf Kriminalität, Selbstmord und so weiter hat. Kannst du das kurz zusammenfassen noch? Da gibt es eine Studie, also das hat jetzt nicht mit Sauerstoff, sondern eben mit den Mineralien zu tun. Da gibt es eine Studie, ich glaube, die ist zwischen 78 und 87 in 27 Counties in Amerika, in Texas, durchgeführt worden. Und über 9 Jahre zählen die statistisch eben auf, wie die Mordrate, die Selbstmordrate, die Vergewaltigungsrate, die Rate schweren Diebstahls, wie die in den Counties und statistisch total konsistent in den Counties mit der hohen Lithiummenge nur halb so hoch ist im Vergleich zu den Counties mit der niedrigen Lithiummenge. Teilweise noch mehr als halb so hoch. Also es sind erstaunliche Zahlen, also ganz klare Unterschiede. Statistisch kann man das nicht mehr irgendwie anzweifeln oder in die Absurdität stellen. Das ist statistisch sicher. Und ebenso gibt es andere Substanzen, wo man auch statistisch nachweisen kann, dass sie, ja, was weiß ich, Herzprobleme vermindern oder vermehren. Hier ist es wiederum so, dass je höher der Siliziumgehalt im Trinkwasser ist, desto geringer, nochmal, je geringer die Siliziummenge im Trinkwasser, desto höher ist die Erkrankungsrate im Herz-Kreislauf-Bereich. Da gibt es auch Statistiken. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, was du eben erzählt hast mit dem Herzen. Also wir haben das Herz nicht als Pumpe, sondern möglicherweise als Generator. Und wir könnten, wenn der Generator nicht so funktioniert, mit Piezo-Kristallen quasi da etwas nachhelfen. Aber anstatt das von außen aufs Herz aufzupflanzen, könnten wir es doch supplementieren, und Silizium ist ja im Grunde ein Quarzkristall, oder? Also Silizium, gerade Siliziumdioxid ist das Hauptmineral in der Erde, ja? Das Hauptmineral in unserem Ernährungskreislauf, wenn man so will. Aber von den Ernährungswissenschaften wird Silizium als nicht essentiell eingestuft. Ausrufezeichen. Und damit darf es nicht supplementiert werden. Es darf quasi nur supplementiert werden, wenn man sagt, irgendwelche Siliziumverbindungen haben einen technologischen Effekt, beispielsweise als Verdickungsmittel, dann darf man sie in ein Nahrungsergänzungsmittel eingeben, aber nicht in Form, dass man sagt, hier Silizium ist gut für Herz oder was auch immer, sondern sagt man hier, das ist ein Produkt, das ist ein Zusatz, der das Produkt technologisch verändert, beispielsweise als Verdickungsmittel. Man muss dann eine Siliziumverbindung als Verdickungsmittel ausloben, damit es in einem Nahrungsergänzungsmittel drin sein darf. Also um das jetzt nochmal ganz klar zu sagen, weil das ist ja elementar und wir reden über ein Element, das ganz eindeutig Herzkrankheiten vermindern könnte, und dennoch dürfen wir es weder düngen, noch dürfen wir es supplementieren. Gut, ich meine, in der Erde ist es ohnehin. Ja, gut, aber. Ja? Ja. Siliziumdioxid ist so, Quarz, so reichlich in der Erde. Also sind Kinder, die mal aus dem Boden essen. Der Punkt ist aber so, früher hatten wir mal Bäume, Humusschicht und Quarz ist extrem schwerlöslich. Das heißt, die Bäume haben hochverdünnte Quarzlösungen, Siliziumdioxidlösungen eben aufgesaugt mit ihren Wurzeln. Über den Verdunstungseffekt wurden diese Lösungen aufkonzentriert und dann passiert eins, aus einer homogenen Lösung fallen dann peu à peu kleine Kristallkeime aus, und diese Kristallkeime
verteilen sich über die Zellstruktur homogen und werden über die Blattstruktur in die Humusschicht abgeworfen. Und die Humusschicht hatte damit hochgradig bioverfügbare Quarzpartikelchen, Mikro-Nanopartikelchen. Und die wurden dann wiederum von unseren Nährstoffpflanzen aufgenommen. Und diese Nährstoffpflanzen haben uns dann wiederum in der hochgradig bioverfügbaren Form diese Quarz-Piezo-Strukturen gegeben. Mit dem Verschwinden der Humusschicht ist ganz viel in unserer Biochemie, in unserer Biophysik, in unserem Körper passiert. Da gibt es ein Buch, ich glaube, der Name ist Harar, ein Franzose, der schreibt Die letzte Chance, quasi der Menschheit, weil, also aus den 50er Jahren, das Verschwinden der Humusschicht wird extrem nachhaltige Folgen für die Menschheit haben. In den 30er Jahren hat der US-Senator Fletcher dem gesamten Senat, Präsident Roosevelt, in dem Senatdokument 264 dargestellt, dass es viel mehr Sinn macht, unseren Boden zu behandeln, unseren krankmachenden Boden zu behandeln, als die Menschen, die später über entsprechend demineralisierte Böden nicht mehr die Nährstoffe bekommen können, die sie eigentlich brauchen. Aber wir wissen, was heute was passiert, weil die Menschen, die können was bezahlen, der Boden bezahlt nichts. Mhm. Aber wir wissen das, oder das müssen wir nochmal deutlich sagen, dass das, was wir heute in der Landwirtschaft haben, dass die ganzen Mineralien im Grunde nicht mehr am Boden vorhanden sind. Das heißt, auch das, was wir früher vielleicht noch aus dem künstlichen Anbau hätten ziehen können, das ist heute im Boden nicht mehr drin, kann also auch in unserer Nahrung nicht mehr drin sein. Und wir reden nicht nur von ein, zwei Substanzen, sondern es sind viele Mineralien, die im Boden früher drin sind und die wir heute allenfalls noch im Wald finden. Also wäre es jetzt sinnvoll, in den Wald zu gehen und Pilze zu sammeln, um sich besser zu ernähren? Ja. In den Wald gehen, Pilze sammeln, Wildkräuter sammeln. Ich kann jeden einen Wildkräuterkurs empfehlen. Also das sind noch gut mineralisierte Nährstoffpflanzen, die auf Humusboden im Wald wachsen. Also wenn man demnächst jemanden im Wald antrifft, dann fragt man, guckst du auch bewusst TV, dann trifft man vielleicht da Leute. Aber wir wollen ja gucken, es ist ja eigentlich ein gesellschaftliches Problem und du hast es ja angesprochen, dass wir im Grunde kurz vor 12 haben. Wenn wir so weitermachen, dann sterben wir letztlich oder werden krank, weil all die essentiellen Sachen, die wir eigentlich in der Ernährung in uns aufnehmen müssen, die der Körper braucht, die haben wir heute nicht mehr drin und es ist uns nicht bewusst. Und die Wissenschaft ist sozusagen verdient mehr, wenn sie irgendwelche nicht hochwertigen Substanzen teuer verkaufen kann, vielleicht über im Supermarkt nachher. Das heißt, es geht um Gewinnmargen und irgendwann sind wir alle tot, oder wie? Ich sag mal ein Beispiel. In Deutschland ist die Diabetesrate ungefähr bei 20% mittlerweile. Wir wissen, dass das offiziell als nicht essentiell eingestufte Element Vanadium den Insulinbedarf von Diabetikern senkt. Ja, es gibt Hinweise dafür, also was therapeutisch eingesetzt werden kann, das wirkt typischerweise auch prophylaktisch. In einer geringeren Dosierung. Man hat eben angefangen, man hat diese Elemente, die der Boden uns gibt, ja, gesplittet in essentiell, nicht essentiell. Man hat einfach mal eine merkwürdige Wortdefinition gepackt und auch die sind besonders wichtig, essentiell, nicht essentiell. Hat man einfach mal so definiert, wieso auch immer und nach welchen Kriterien auch immer und wer auch immer und in einer nicht nachvollziehbaren Art und Weise. Und über diese Wortsplittung kam jetzt das Nächste. Die Politiker haben gesagt, ja, wenn die nicht essentiell sind, ich verstehe das zwar nicht so richtig, was die Ökotrophologen damit meinen oder nicht, aber es hört sich so an, als ob die unwichtig sind, als ob wir die nicht brauchen. Und wenn wir die nicht brauchen, dann lass uns doch verbieten. Wir schützen quasi die Verbraucher vor den Stoffen, die wissenschaftlich ja gar nicht so gesichert sind. Unabhängig davon, dass wir in der Evolution, dass wir Jahrtausende, Millionen diese Elemente immer in unserem Nahrungskreislauf hatten. Und jetzt stellen wir einfach fest, bei Lithium ist es so, wir brauchen Lithium, um Glückshormone zu produzieren. Das weiß man. Trotzdem sind die halt noch ein bisschen hinten dran, das alles zu verstehen und sagen, Lithium ist immer noch nicht essentiell, obwohl es
die Kriminalitätsrate in ganzen Bezirken quasi halbieren würde, wenn die Menschen irgendwie genügend Lithium bekommen. Man bekommt es eigentlich nur, wenn er in der Psychiatrie ist, als Selbstmordgefährdeter, da bekommt er Medikamente, die Lithium enthalten. Als manisch-depressive kriegst du dann Lithium als Medikament. Zum Vanadium, ja. Die Hinweise, dass Vanadium wichtig sind, die sind total erdrückend. Ja? Aber in dem Moment, in dem du den Menschen weniger Vanadium bekommst, Vanadium gibst, lässt sich irgendwo hochrechnen, dass quasi der Verkauf an Insulin in die Höhe geht. Also es wäre eigentlich, jeder kann die eigenen Schlüsse ziehen, sie sind eigentlich einfach. Und es gibt mehrere Substanzen, wir werden auch noch einige ansprechen, und dann gibt es die Vitamine und dann gibt es ja Studien, die uns dann oftmals im Mainstream verkauft werden. Ich glaube, wir hatten in der letzten Sendung auch über einen Spiegel-Titel-Story berichtet, wo vor zu viel Vitaminen gewarnt wurde, weil es eine Studie gab, die aber eben nicht mit dem natürlichen Vitamin E, sondern mit künstlichen. Und was ist da der Unterschied gemacht worden? Also das ist jetzt auch wieder Wortmanipulation. Es fängt immer mit Wortmanipulation an. Ein Vitamin ist ein natürlicher Stoff, der die Pflanze in unseren Ernährungskreislauf einschleust. Und wenn der Chemiker versucht, dieses Vitamin im Reagenzglas, dieses Molekül im Reagenzglas nachzubilden, dann geht das in vielen Fällen ganz gut, in besonderen Fällen geht es nicht gut. Es geht immer in diesen Fällen nicht gut, wenn in diesem Molekül ein Kohlenstoffatom 4 unterschiedliche Nachbarn hat. Wenn ein Kohlenstoffatom 4 unterschiedliche Nachbarn hat, dann ist dieses Kohlenstoffatom in der 3D-Struktur gibt es immer 3 Varianten. Also wenn meine Hand das Kohlenstoffatom wäre, ein Ärmchen, 2 Ärmchen, 3 Ärmchen, 4 Ärmchen, dann gibt es quasi zu jedem Bild das Spiegelbild. Und Bild und Spiegelbild sind nicht symmetrisch oder sind nicht übereinander legbar, also sind unterschiedlich. Und diese Spiegelbildisomere, die haben, das hat man am Contergan-Skandal gezeigt, wo der eine Wirkstoff als Bild funktioniert hat und der andere, das Spiegelbild, also das künstlich hergestellt, brutal giftige Konsequenzen hatte und die kurzen Ärmchen, die kurzen Beinchen gemacht hat. Der Körper verwechselt diese Strukturen. Also der Chemiker im Reagenzglas, der kann immer dann, wenn ein Kohlenstoffatom 4 Ärmchen hat, immer nur beide Strukturen im Verhältnis 1:1 herstellen. Beim Vitamin E ist es jetzt so, dass dieses Vitamin E-Molekül, das natürliche, 3 Kohlenstoffatome hat, die 4 unterschiedliche Ärmchen haben, also 3 Stereoisomeriezentren hat. Ja? Und jedes Stereoisomeriezentrum 2 Strukturen bildet. Also 2 mal 2 mal 2, 3 mal 2 ist 8. Der Chemiker im Reagenzglas macht, indem er das Natürliche versucht nachzubilden, 8 unterschiedliche Strukturen. Einmal ist das natürliche Vitamin E dabei und 7-mal der molekulare Mutant. Und diese molekularen Mutanten machen Ärger. Und diese molekularen Mutanten kann man, wenn man mit der Sprache vernünftig umgeht, unmöglich als Vitamin E bezeichnen. Aber das machen sie und dann machen sie irgendwelche Studien und dann sagen sie, hey, guck mal, Vitamine sind schädlich. Also was müsste überhaupt Vitamine supplementieren, macht überhaupt keinen Sinn. Und diese ganze Struktur, diese ganze Logik, diese Argumentation basiert auf dem logischen Irrtum, dass man hier eine Art Sprachverfälschung gemacht hat und etwas als Vitamin bezeichnet, das überhaupt kein Vitamin ist. Also ursprünglich, wenn man es herstellt, sagen die Wissenschaftler das vielleicht noch, das ist jetzt nicht das Original, das sind Racinen oder wie heißt es? Genau, der Chemiker spricht vom Racemat. Wenn er weiß, das Molekül hat 3 Stereoisomerizentren, dann weiß er, dass er einmal das Richtige herstellt und 7-mal aber in der Werbeabteilung wird dann nachher die künstliche Struktur. Ja, in der Werbeabteilung wird nachher daraus, das ist so ähnlich wie Vitamin E, und irgendwann wird daraus, wir geben jetzt in einer Studie einer Gruppe Vitamin E und der andere Gruppe ein Placebo. Und dabei kriegen die gar kein Vitamin E, sondern dieses künstliche, wo ein richtiges und 7 falsche sozusagen sind, 7 Spiegelbilder.
die natürlich was anderes machen als das, was man. Und dann kommt aus der Studie raus, dass man mit Vitamin E mehr Probleme hat als ohne. Und also dann, diese, ja, muss ich vorstellen, diese Vitamine sind Werkzeuge. Hm. Ja, wie auch spezielle Spurenelemente eingebaut in gewisse Proteinwolken, man nennt sie dann Enzyme, das sind die Masterwerkzeuge. Und wenn die Werkzeuge im Körper nicht die naturgemäßen Werkzeuge sind, dann machen die irgendwelchen Mist. Ja? Und aus dem Grunde ist es wichtig, dass wir diese Nährstoffe naturgemäß bekommen und nicht in einer künstlichen, naturfremden Struktur. Alles, was wir naturfremd einnehmen, verändert unsere Biochemie. Und das Problem ist ein Stück weit, dass Ärzte, die diese mit diesen Vitaminen umgehen oder diese Vitamine verurteilen, die Biochemie darunter nicht verstehen. Sie verstehen die Stereochemie nicht und stecken irgendwie alles in einen Sack, hauen drauf und sagen, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel machen überhaupt keinen Sinn, wobei sie gar nicht richtig drauf geschaut haben, gar nicht richtig differenziert haben, eigentlich von der Biochemie sehr wenig Ahnung haben. Wir haben jetzt von ein paar Substanzen gehört, die beispielhaft natürlich nur sind, aber du beschäftigst dich noch viel mehr mit Substanzen und man kann es also wirklich im Grunde sagen, die Substanzen, die jetzt wirklich förderlich wären für die Gesundheit, für die Psyche auch, also betreffend Mord, Selbstmord und so weiter, die sind nicht essentiell und eben nicht nur, man sagt, naja, ist egal, sondern dürfen sie nicht zusetzen. Mhm. Und sie sind auch bei der Düngung das meiste, klar, Silizium, klar, ist im Boden drin, aber Lithium und andere Sachen, die dürfen auch bei der Düngung nicht. Das sind die gut löslichen, alle Elemente, die gut löslich sind. Ja? Wie die Alkalimetalle, Lithium, Kalium, das wird gedüngt, aber dann Rubidium und Cäsium. Also alle gut löslichen oder auch auf der anderen Seite des Periodensystems wie Jod, wenn die über Jahre nicht mehr gedüngt werden, aber die Pflanzen saugen sie Jahr für Jahr aus dem Boden heraus, dann sind die einfach nicht mehr drin. Ja. Ja? Und gerade bei den gut löslichen, ich sage jetzt auch mal Rubidium, Studien zeigen, Rubidium erhöht das Selbstbewusstsein. Mhm. Rubidium macht tendenziell angstfrei. Rubidium öffnet so ein bisschen den Wahrnehmungsbereich. Aber wenn ich jetzt zur Apotheke gehe und sage, Entschuldigung, haben Sie Rubidium? Dann sagen sie, braucht man nicht, wofür überhaupt. Jetzt zu Rubidium nochmal die interessante Geschichte. Wenn man schaut, was ist das Verhältnis eines entsprechenden Minerals im Blutserum im Vergleich zum Knochenmark. Ja, Knochenmark ist das Allerheiligste. Ja, wenn es aus Zufall irgendwie im Körper wäre, dann darf man vermuten, dass es auf keinen Fall im Knochenmark im Vergleich zum Blutserum angereichert wird. Rubidium wird im Vergleich Blutserum zum Knochenmark um Faktor 10 angereichert. Ja? Und je höher etwas im Knochenmark angereichert wird, das ist ein eindeutiger Hinweis, wie wichtig es für den Körper ist. War das früher nicht so, dass die Leute gesagt haben, das Knochenmark, das ist das Gesündeste? Ich weiß, Opa, der hat dann den Knochen noch aufgeschnitten, das macht man ja heute gar nicht mehr. Hat er da was gewusst? Also viele Dinge werden über Tradition weitergegeben, die quasi auf einem Erfolgsprinzip beruht haben. Und wir haben dieses Erfolgsprinzip, Erfahrung, Weitergabe in der Generation, über Generationen hinweg, das haben wir außen weggelassen, weil die Alten sind ohnehin nur noch die Blöden. Mhm. Jetzt muss ich vielleicht eine Geschichte erzählen. Ich hatte jetzt vor einigen Tagen im Kino, im Freilichtkino, den Film Honig im Kopf gesehen. Mhm. Und ich habe mich einfach nur so innerlich aufgeregt, dass einfach die Alten quasi nur noch als Träger von Honig im Kopf dargestellt wurden, dass ein älterer Mensch, der als dement diagnostiziert wird oder als Alzheimer-Patient diagnostiziert wird, dass die Sache so dargestellt wird, besser irgendwie nur ins Heim geben. Er kann ja die Hütte abfackeln, er kann alles Mögliche machen. Aber auch da gibt es ja Ursachen durch die Nahrung, oder nicht? Also ich weiß von einem älteren Herrn, der erste Pflegestufe
eingestuft wurde, nicht mehr reden konnte, quasi als auswegsloser Alzheimer-Patient dargestellt wurde. Der hat über gewisse Mineralien, dem seine Frau ihm immer gibt, der hält jetzt wieder Vorträge über Bach. Und welche Mineralien das sind, das sagst du jetzt nicht? Es sind halt Mineralien, die besonders die Gehirnaktivität initiieren, die im Gehirn noch angereichert werden. Wir wissen, dass im Gehirn so gut wie alle Edelmetalle angereichert werden. Edelmetalle, das wären also schon Silber, Gold und sowas? Oder wovon reden wir? In dem Bereich. Platin. Also du machst es ein bisschen spannend in deinen Seminaren, kannst es ein bisschen ausführlicher machen, aber es ist, du bist vorsichtig, du musst vorsichtig sein, weil das ist wirklich ein ganz heißes Eisen. Also Ich versuche aus dir was rauszuziehen, aber es ist brandgefährlich im Grunde, was du für Wissen hast, weil es offenbar nicht gewollt ist. Wir wissen aus verschiedenen anderen Sendungen auch, dass offenbar eine Bevölkerungsreduktion gewünscht ist und dass es nicht gewünscht ist, dass die Menschen gesund werden. Das heißt, da gibt es Zusammenhänge. Aber wir haben ja hierbei bewusst die Möglichkeit, das zu hinterfragen. Darf ich dazu was sagen? Ja. Also da gibt es ein hochinteressantes Interview aus den 80er Jahren mit dem Yuri Basmanov. Das war ein Ex-KGB-Informationsagent. Und er ist aus der frühen Sowjetunion geflüchtet. Und er erzählt, wie der KGB in den USA eine Art Psychokrieg initiiert hat. Und dieser Psychokrieg geht so, die Sowjets haben USA Agenten eingeschleust und diese Agenten agieren nicht so wie James Bond, dass sie irgendwelche Daten irgendwie sichern oder was auch immer, sondern diese Agenten agieren nach dem Prinzip des nützlichen Idioten, das an gewisse Schlüsselzentren irgendwie über den Hebeleffekt dieser Agenten nützliche Idioten eingesetzt werden. Und diese nützlichen Idioten wissen gar nicht, was sie tun. Also ich würde gar nicht so weit gehen und sagen, auf der normalen Aktionsebene, dass hier eine Bevölkerungsreduktion geplant ist, was, ich sag mal, ganz weit hinter den Kulissen passiert. Das kann ich auch und das mag ich auch gar nicht beurteilen. Aber wir haben leider ein System, und dafür ist er Kronzeuge, dass Amerika mit dem Prinzip die Propagierung und die Unterstützung des nützlichen Idiotismus teilweise zerstört wurde. Und was sie mit Amerika gemacht haben, das ist auch passiert natürlich auch mit Deutschland. Und leider haben wir an ganz vielen Schlüsselpositionen Menschen jetzt sitzen, Entscheider sitzen, die nicht die Kompetenz mitbringen, um das überhaupt entscheiden zu können, was sie tun. Sie haben nicht die Fachkompetenz. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die diese Fachkompetenz haben. Du hast im Seminar erzählt von der DDR, wo die Führungskräfte teilweise sehr, sehr alt wurden und auch im Ostblock, weil sie bestimmte Ärzte hatten, die möglicherweise Sachen wussten, die nützlich waren für die Leute, also in Ernährung. Ich rede da ein bisschen über Manfred von Adenner, das ist aus meiner Sicht ein hervorragender Wissenschaftler. Und der ist der Schüler von Otto Warburg. Otto Warburg ist für mich eine Art Vorbild. Der hat in den 30er Jahren die Sauerstoffforschung vorangebracht. In den 20er, 30er Jahren hat er zweimal einen Medizin-Nobelpreis bekommen. Und Sauerstoff, wer es wirklich versteht, das ist so unglaublich spannend über Sauerstoff. Das, was heute über Sauerstoff gedacht wird, was Sauerstoff macht, wo der Sauerstoff herkommt, das hat nichts mit der Realität zu tun. Und wer anfängt, Sauerstoff zu verstehen, dem fallen ganz viele Schuppen von den Augen und er merkt, was für einen wunderbaren Stoff wir mit Sauerstoff haben und was man mit Sauerstoff alles machen kann. Und ich wüsste jetzt keinen Wissenschaftler in Europa, der sich damit irgendwie hinstellt und sagt, das und das kann Sauerstoff. Ich habe mich mit Sauerstoff in meiner vorherigen Firma intensiv befasst. Der Konkurrent damals, also Manfred von Adenner hat im Osten gearbeitet, der Konkurrent von Manfred von Adenner, László Fodor, mit dem habe ich hier in Deutschland zusammengearbeitet. Wir hatten angefangen, ein Buch zu schreiben, aus mehreren Gründen haben wir das nicht zu Ende geschrieben. Aber da habe ich so viel erfahren und habe das eben auch weiterentwickelt. Und wenn man Sauerstoffmedizin richtig machen würde,
Es würde in der Medizin einen richtigen Boost auslösen. Und ja, aus dem Grunde gebe ich beispielsweise demnächst jetzt auch separate Sauerstoffseminare, auch 2 Tage, und die werden hochspannend. Ist alles hochspannend, und lass uns noch ein paar Substanzen durchgehen, weil wir haben jetzt Lithium gesehen, wir haben was haben wir alles gehabt? Wir haben Vanadium gesehen, Silizium, Lithium. Was gibt's? Was ist noch essentiell und wird aber als nicht essentiell dargestellt? Also wir haben ein Problem. Diese natürlichen 80 Elemente, sage ich mal, waren immer im Boden, waren immer unsere Nahrung, sind auch noch in unserem Körper, jetzt in einer veränderten Konzentration. Man hat einfach gesagt, die sind nicht wichtig. Sind nur diejenigen wichtig, die der Forscher, vielleicht der Pseudowissenschaftler im Reagenzglas irgendwie dann mit dem Etikett essentiell bezeichnet. Aber man hat juristisch eine Beweislastumkehr verfügt. Und diese juristische Beweislastumkehr hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Es gibt Hinweise, dass Quecksilber in der richtigen Struktur, in der natürlichen Struktur sogar essentiell ist. Selbst Blei ist in der richtigen Struktur wahrscheinlich essentiell. All dafür gibt es Hinweise. Es kommt aber immer darauf an, dass wir verstehen, wie ein gewisses Mineral in natürlicher Form in unserer Nahrung vorkommt. Wenn man es verändert, dann, weil es in der natürlichen Form wichtig ist, ist es in einer nicht natürlichen Form besonders toxisch. Mhm. Das heißt, es gibt für kein einziges Element in unserem Ernährungskreislauf, für kein einziges Atom des Periodensystems, das natürlich in unserem Nahrungskreislauf vorkommt, den Nachweis, dass es nicht essentiell ist, dass wir es nicht brauchen. Man hat einfach hier mal ein Wortspielchen betrieben nach dem Motto Teile und Herrsche, und dann sage ich, die sind wichtig, die sind unwichtig, und dann kann ich hier eine ziemlich wüste Logik dann initiieren. Aber wenn ich mir mal überlege, welche Mineralien, welche Elemente sind besonders wichtig, und dann kommt man zu einer Idee, dass man sagt, ja, ich kann sagen, alle 80 sind wichtig. Das bringt aber niemand voran. Sondern was jemanden voranbringt, wenn man sich überlegt, was sind die besonders wichtigen, welche sind, sagen wir, in so einer biochemischen Kaskade, die in unserem Körper abläuft, bilden die Spitze der Pyramide. Und ich bin so ein bisschen Fan von den Besten zu lernen, und von den Besten im Heilerbereich, im medizinischen Bereich, ist für mich Paracelsus. Wir finden bei Paracelsus auch eine Pyramide, die er vor 500 Jahren schon skizziert hat. Und die Pfeile gehen dann nach oben und zeigen auf Gold. Ja? Und Gold vor 500 Jahren ist nicht das Gold von heute, sondern Gold, das sie vor 500 Jahren hatten, ist quasi vergesellschaftet mit den ganzen anderen Edelmetallen, mit Platin, mit Rhodium, mit Ruthenium, mit Osmium, also die gesamte Palette da oben mit Iridium. Und wir kennen Studien, die zeigen, Supplementierung von kolloidalem Gold nach 4 Wochen, hast du einen 20% höheren IQ. Mhm. Ja, wir sehen, oder ein anderes Beispiel ist, um so eine Idee zu haben, wie sehr das Gehirn gewisse Edelmetallstrukturen unbedingt haben möchte. Ein Krebspatient kriegt Platin als Chemotherapie. Mhm. Ja, also Chemotherapie ist Platin. Und wenn man dann den Patienten, wenn er dann so verstorben ist, analysiert, seziert, dann wird man feststellen, dass das bioverfügbare Platin, das man ihm gegeben hat, jetzt nicht entsprechend der Story, die man da erzählt, besonders im Karzinom, im Geschwür sich anreichert, sondern besonders im Gehirn. Nicht, weil es giftig ist, sondern weil es das Gehirn als biophysikalisches Werkzeug benötigt. Und wir haben viele Substanzen, und du hast auch gesagt, dass wir heute Begriffe haben, die uns ablenken, zum Beispiel Schwermetalle oder Spurenelemente. Schwermetalle ist ja auch nochmal interessant, weil man denkt, um Gottes Willen, ich will keine Schwermetalle im Körper haben, das ist ja gefährlich. Strontium, um Gottes Willen. Und eigentlich ist es ganz anders. Also auch die Schubladen, die Etiketten sind da teilweise in die Irre führend.
Was ist mit Strontium? Zum Beispiel. Noch ein Begriff oder noch eine Bemerkung zu Schwermetallen. Also eine gute Definition von Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit, das unterscheiden zu können. Hm. Ja? Intelligenz hat was mit Unterscheidungsvermögen zu tun. Ja. Wer in seiner Sprache die ganze Zeit nebulöse Begriffe verwendet, wo er selbst gar nicht weiß, was er denkt und, und keine Chance hat, denken zu können, was der andere davon denkt, das wird irgendwie ein Kauderwelsch. Die Leute sprechen einfach nur an sich einander vorbei. Das Benutzen des Begriffs Schwermetall, Entschuldigung, ist dämlich. Ja? Schwermetall sind diejenigen, die im Körper über Blei, Cadmium, Quecksilber natürlich zu hoch vorhanden sind. Es sind aber auch die Stoffe, die nach, ich sag mal, den neueren Erkenntnissen im Gehirnbereich, im neurologischen Bereich dringend benötigt werden, wie Platin, Gold, Silber, Iridium, Rhodium. Da gibt es auch ein interessantes Buch von, das heißt pH-Formula von, ich glaube, von Dr. Robert Young. Der hat das erste Mal damit angefangen, die Bedeutung dieser Kolloide darzustellen. Weißt du, ich habe angefangen, ich habe mit Iridium, mit Rhodium auf der Uni gearbeitet und da steht immer das Label drauf, hochtoxisch. Ich habe hier mit Gasmaske, mit Handschuhen damit gearbeitet, mit höchstem Respekt, weil es ja so super giftig ist. Mhm. Und dann lese ich in dem Buch, dass man das in kolloidaler Form zu sich nehmen soll. Und ich so, also hättest du es einfach einatmen können sozusagen? Nein, oder? Das Einatmen ist was anderes. Also einatmen schon mal gar nicht, weil das ist dann der andere Kanal. Mhm. Aber allein die Vorstellung für mich, ein Schwermetall damals, ich gehe ins Chemiestudium und für mich war das damals auch Schwermetall, das in den Körper zu nehmen, kann doch nur Selbstmord sein. Mhm. Und dann habe ich diejenigen gesehen, die das verwenden. Ich habe mir die Studien angeschaut und habe mich gewundert, so. Diejenigen, die Gold nehmen, werden intelligenter. Diejenigen, die Iridium nehmen, werden mental wacher, können sich an ihre Träume besser erinnern. Die, die kolloidales Silber nehmen, stärken ihr Immunsystem. Silber versucht man wiederum in der Öffentlichkeit als etwas darzustellen, was irgendwie die Haut blau und silbrig macht. Mhm. Ja, vielleicht schon mal gesehen. Jeder, der das sieht und ein bisschen Ahnung hat, wie früher die Fototechnik passiert. Ja, Fototechnik passiert, man gibt Silbernitrat. Silbernitrat wandelt sich, Silbernitrat wird belichtet. Entschuldigung, Silbernitrat wird umgewandelt in Silberchlorid. Silberchlorid wird belichtet und zerfällt in Silber, in metallisches Silber und Chlorid. Und dieses metallische Silber macht eben diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und wenn man diese Bilder, die da im Internet kursieren, genau anschaut, dann weiß man, diejenigen, die so aussehen, die haben Silbernitrat genommen. Das Silbernitrat hat sich in der Magensäure zu Silberchlorid verwandelt. Dieses Silberchlorid geht dann in die Zellen rein und wird dann über den fotografischen Effekt quasi belichtet. Und das Silber scheidet sich dann im Bindegewebe der Haut aus. Das sieht man dann. Und das sieht man. Also man sieht eindeutig, die haben kein kolloidales Silber genommen, sondern sie haben Silbernitrat genommen und haben sich den Fotoeffekt beschafft. Und solche Bilder werden jetzt ins Internet gestellt und sollen irgendwie Angst vor kolloidalen Edelmetallen machen. Das ist eindeutig für jemanden, der ein bisschen was versteht, das ist reinste Manipulation. Manipulation aller Orten. Deswegen, ich würde noch viel aus dir rausziehen, aber du gibst Tagesseminare oder Wochenendseminare, die auch durchaus sinnvoll sind, weil es eben nicht mal eben so... Durchaus sinnvoll sind, du warst gestern dabei. Ja. Sinnvoll? Es ist elementar, sage ich ja. Deswegen, aber wir können es in der Sendung natürlich immer nur anreißen, aber es war schon viel drin und ich glaube, es ist klar geworden, wie wichtig das Wissen, was du hast, wäre für alle, für die Ernährung, für die Politiker, die uns irgendwie darüber bestimmen, obwohl die sicherlich vielleicht die Interessen, andere Interessenlagen haben. Aber es wäre so wichtig für alle,
dass ich jetzt dich nochmal fragen möchte, Seminare bietest du an? Mhm. Dein Buch ist niemals fertig geworden oder schreibst du das mal vielleicht mal fertig? Also wir hatten angefangen, Sauerstoffbuch zu schreiben. Mit meiner damaligen Firma, da gab es da so ein paar Meinungsverschiedenheiten mit dem Investor, deshalb habe ich dieses Projekt auch nicht beendet. In diesem Mineralstoffbereich, ich sag mal, das in Buchform zu schreiben, es wird in Buchform schon so viel intellektueller Müll geschrieben, dass ich da jetzt nicht irgendwie noch dazu beitragen möchte. Ja, du hast von einem Beispiel erzählt, von einem, der so ein Sporternährungsbuch geschrieben hat und der dann mit 46 gestorben ist oder sowas. Ja, es gibt einfach so viel Pseudo-Wissende, die so viel verbreiten. Also ich kann nur jedem empfehlen, in ein Seminar zu gehen, sich das wirklich authentisch von einem, der es weiß, anzuhören, da auch seine ganzen Fragen zu stellen. Also die Seminare sind auch, ich sag mal, überschaubar, dass man eben auch ganz viele Fragen, die man dann hat, auch stellen kann. Und dann lernt man in 2 Tagen so viel, wenn man, ich sag mal, jahrelang Bücher lesen würde. Ja. Vor allen Dingen merkt man auch, da sind dann auch viele Leute dabei, die sich damit befassen. Und es gibt dann auch gewisse Diskussionen in diesem Bereich. Und man merkt, wenn man auf solche Seminare geht, sich mit den Gleichgesinnten dann, ich sag mal, dann auch verbindet, dann kommt man sehr viel schneller zu den wichtigen Erkenntnissen, als wenn man ein Buch nach dem anderen liest und nach einem Buch verunsicherter ist als vor diesem Buch. Mhm. Und von daher sage ich, Bücher schreiben ist mehr oder weniger out. Seminar besuchen ist das Motto der Zeit. Okay, also ich sage das von dieser Stelle auch nochmal, dass es wirklich wichtige Seminare sind. Deswegen hoffe ich, dass jetzt nach dieser Sendung, dass du da viele Seminare hast. Wir werden das dann sicherlich einblenden oder die Sendung bringen. Und ich hoffe, dass der Zustrom dann auch ein bisschen noch ansteigt. Weil der steigt jetzt schon an, es wird immer besser. Und ja, ich glaube, wir haben eine gewisse Verantwortung, mit unserem Wissen umzugehen. Ich glaube, dieses Wissen benötigen sehr viele Eltern, weil sie wissen müssen, wie sie ihre Kinder zu ernähren haben, weil, ich sag mal, die Kinder sind die Basis für unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten. Und wenn die Eltern nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen und die Ernährung natürlich Einfluss auf das Immunsystem, auf die Denkfähigkeit der Kinder hat, da kann man sich vorstellen, wie wichtig es ist, dass Eltern jetzt endlich mal anfangen, verantwortungsbewusst auch mit Ernährungswissen umgehen, die sie eigentlich an ihre Kinder weiterzugeben haben. Was früher naturgemäß so war, dass in Generationen dieses Wissen eben weitergegeben wurde und man hat auf dieses traditionelle Weitergeben des Wissens jetzt mehr oder weniger verzichtet. Jetzt gibt's, ich sag mal, Wissenschaftler oder Pseudowissenschaftler, die dieses Wissen jetzt quasi aufgenommen haben und weitergeben, und vieles, was da weitergegeben wird, ist nicht seriös. Und aus dem Grunde müssen die Menschen ihre Verantwortung jetzt wieder in die eigene Hand nehmen und dieses Wissen sich verschaffen, damit sie dieses Wissen in eine gesunde Familie, in eine gesunde Gesellschaft weitergeben können. Und für uns kann es eben auch sinnvoll sein, damit wir nicht nachher, wenn wir älter sind, Honig im Kopf haben, also Altersheimer und Demenz. Das heißt, auch dagegen kann man ja was tun, einfach Ernährungstechnik. Aber du hast auch gesagt, dass es wirklich schwierig ist, gerade die Sachen, die jetzt gut für uns wären, in der Apotheke oder irgendwo zu bekommen, weil sie teilweise eben gar nicht angeboten werden. In anderen Ländern, in Amerika, kriegt man viele Substanzen zum Beispiel, die man bei uns nicht kriegt. Es ist also auch nicht so einfaches Thema. Aber man muss wissen, worauf es ankommt. Man muss wissen, wo man es bekommt. Richtig. Und du hast eine Homepage, die heißt Ursprung, aber mit C am Ende, .de. Genau. Mhm. Also da findet man auch dann mehr über dich, kann dich erreichen, hoffe ich. Mhm. Und die Seminare finden. Und ich sage es wirklich hier, das ist elementar ist, und wünsche jedem Zuschauer, dass er sich weiter damit befasst, und wir sehen uns vielleicht irgendwann auf einem Seminar. Vielen Dank, Dr. Andreas Nowak. Danke, Joe.